währenddem ich durchfahre. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Upper Day Tech. Portal 2 Mod und wir machen weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Achso, da geht's weiter. Oh, ich kann. Aha. Ich kann meine Waffe nicht benutzen hier. Do not enter. Do not enter. Das ist die Frage jetzt. Kann ich das irgendwie aktivieren? Wenn ich zur Scheibe durchgehen könnte, kann ich die Scheibe zerhauen irgendwie? Das kann ich mir vorstellen. So kann es noch funktionieren. Nee, geht doch nicht. Computer nutzen? Soll ich denn hier bitte schön hochkommen ohne. Wow, was war denn das jetzt gerade? Also wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, hatte ich jetzt gerade eben Erdbeben hier. In echt. Es gibt ein bisschen Space jetzt gerade. Okay, machen wir weiter. Ich muss hier weiter kommen. Also hier geht es nicht weiter. Andererseits. Dieses Portal da oben, sie irritieren mich, aber die können ja nicht funktionieren ohne ein zweites Portal. Die Tür geht nicht auf. Hier komme ich ja nicht durch, ist ja geschlossen. Hier zurück kann ich auch nicht, das heißt ich kann eigentlich ja nur versuchen durch diese Wand hindurch. Ja, genau, versuchen. Versuchen so. Ich treffe nie so, was die Wand das Zeug sagen könnte. Okay, jetzt müsste sie hauen. Nee, das geht eigentlich nicht. Oh, Moment mal, ich bin so depp. So sehe ich das erst jetzt. Oh Mann, ey. Manchmal fragen sich echt die einfachste Lösung und man sieht es einfach nicht. So. Komm ich hoch? Nee, ich komm nicht. Die Treppe hoch in dem Falle. Oh, okay. Und wir rasen mit dem Wald durch die Röhre wohl zum nächsten Testraum. Mal schauen, ob wir jetzt wieder so lange fahren hier. Ach so krass, dieses Röhrensystem ist ja vielleicht echt gigantisch. Ich bin auch schon nicht mehr sicher, wie viele Testräume genau diese Mod hier hat. Aber das werden wir ja gleich sehen. So, okay. Sperren wieder. Now this test does make use of portals as a testing element. If you've never bumped into them before, they're pretty straightforward. Dingy goes in, dingy goes out. Okay, wo haben wir die Tafel? Hier müssen die Tafel sein. Okay, 16 Levels. Wir sind jetzt bei Nummer 6. Also ich warte immer noch darauf, dass ich dann den Speed auch benutzen kann.
Also wenn ihr drückt, mal schauen, was hier passiert. Da drüben aktiviert sich was. Wenn man hier drückt, drücken. Dann fahren wir mal hoch. Okay, das ist zeitbegrenzt. Okay. Mal kurz schauen, ob ich jetzt überall hier was hinpflastern kann. Also eigentlich nicht sehr viel. Ja, das reicht nicht. Das ist zu weit. Okay, dann müssen wir was anderes suchen. Ich denke, ich gehe mal zurück. Und start hier. Hier hoch. Schauen wir uns mal hier oben an. Hier geht es nämlich weiter. So. Okay, hier kann ich aber nicht mehr pflastern. Das ist das andere Problem. Okay, ich glaube, ich habe mich gerade wieder in die Scheiße geritten, aber hier komme ich nicht weg. Scheiße. Ich komme hier nicht mehr weg. Komme ich mal wieder raus? ja. Ah, so. Und tschüss. Ja, aber ich denke, so irgendwie muss es gehen. Hinten durch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht kann ich diese Seite. Komm hier. Ach nee, da gibt's ein aktives Portal. Das habe ich natürlich nicht gesehen. So, okay, wir sind drüben. Jetzt müssen wir ganz kurz mal abchecken, die Gegend hier. Okay. Mit dem Würfel komme ich dann schon mal rüber. Wobei ich denke, ich muss selber genauso wieder rüber, wie ich hier rüber gekommen bin. Nee, 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 wieder, wieder. So. Dann nehmen wir den Würfel mal hin. Jetzt hat sich da ein anderes Port. Ah! Jetzt haben wir ein anderes Portal. So, jetzt sind wir hier drüben. Und jetzt? Wohin kommen wir jetzt denn? Da ist das Ziel. Gut überlegen, ich komme von hier hin. Ich kann mir eigentlich nur das vorstellen. Ah, Shift, 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 so. Ja. So viel dazu. Oh nee. Ja nee, aber das ist ein bisschen gemein jetzt, oder? Wollen wir das ganze Kacke nochmal machen? Ja. Viel dazu. Das war irgendwas gemein. So. Legen, Portler schön drüber. Ich überlege, also muss ich vielleicht wieder andersrum, aber hat gar keinen Einfluss dann, oder?
Oh, ich habe eine ganz kleine Theorie, ob sich das wirklich so herstellt, das werden wir gleich sehen. Wir sind hier bei Portal. Im Portal arbeitet auch offen mit Geschwindigkeit. Den Knopf zu drücken. Ich habe mir überlegt, ob ich weiter springen kann, wenn ich das Portal zunutze mache. Aber ich glaube, höher komme ich dann nicht. Komme ich denn höher? Das täuscht, oder? Ich mache eben alles voll mit dieser Sprungflüssigkeit. Wenn das Portal weg ist, habe ich dann einen Vorteil? Eigentlich nicht. Gibt eine einzige Theorie oder ein einziges Ding, was eventuell gehen könnte. Und zwar, wenn ich das Ding umpole, währenddem ich durchfalle. Ne, so weit fliege ich nicht. Geklappt hätte. Ich habe überlegt, dass ich darüber springe, aber... Ah doch, es hätte geklappt. Es hätte geklappt. Okay, ich habe es herausgefunden. Ich bin so gut. So, nochmal. Ja, es klappt nämlich tatsächlich. So. Und jetzt... Okay, ich bin scheiße. Hab's verkackt. Also, es ist echt nicht so einfach, wie man zuerst denkt, erst im Moment. So. Oh, super. Ich wollte euch das in der Folge noch zusammenkriegen. Weil ich so weit so scheiße war, wie ich zum Beispiel hier rumsteuere. Wo ich es gesteuert werden muss. So, okay. So. Boden. Durch. So. Hinlegen. So. So, holen. Jetzt darüber. So, und jetzt. Jetzt ist das Loch anvisieren. Hier oben. Möglichst viel Flugzeit haben. So. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Und zu einer schönen Zeit. In dem Fall sage ich dann gleich, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut erstmal wieder ein. Das heißt, Upper the Tech. Dem Portal 2 Mod. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.